Weiß nicht, was passieren wird. Und das ist natürlich ein Ding, was dann auch im Ausland angeschaut wird. Und, weil ich glaube, da spielen auch ganz andere Sachen, die nicht so direkt politisch sind. Der Fegelein war eine Drecksau. Es waren ja viele, aber der war eine besondere. Alles, was ich so mir erlesen konnte, hat der nur hin und her geschoben und sich da so hochgeschleimt und Sachen gedreht für sich, die seinesgleichen suchen. Und er war ja auch sowas wie der Golden Boy, ne? Die so eine charmante Drecksau halt. Ich versuche, die eigene Moral von der Psychologie irgendwie zu trennen. Das heißt, meine Haltung gegenüber diesem Menschen, das Böse, kann man irgendwie ja nicht mitspielen. Das heißt, er selber fand sich ja nicht böse. Und insofern ist das, glaube ich, wirklich, also abgesehen von dem ganzen handwerklichen Aspekt der Arbeit an der Rolle, ist das eigentlich die Hauptschwierigkeit, dass ich versuchen muss, die Moral zu vergessen, während ich spiele. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Zapfer! Kapitulieren! Niemals! Das ist empört! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Rote Armee. Nein! Im Ernst, der Führer war es nicht selbst. Aber er wird du niemals hast gesagt, es wird alles mit sich so wissen. Dann ist die 9. Armee verloren. Warten Sie! Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Mein Hobby. Ich würde es gerne machen. Was willst du dann in der Zukunft machen? Ich werde in die College und eine Degree in Psychologie und Interior Design. Oder like Herbology. Like the study of plants for natural medicine. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt.